So, Freunde, nach langer Diskussion haben wir Kreuze eben doch beendet. Jeder für sich selber das Optimale ausgesucht. Sophia hat ja sogar 90 Kilo geschafft. Heute erst einmal, glaube ich. Ja, ja, das erste Mal. Okay, André ist der Chef, wie wir am Anfang gesagt haben. Er führt uns zweite Übung vor und wir machen einfach nach. Schauen wir mal, wie er und was er macht. Also, wir haben gerade eine Grundübung gemacht, die den Rücken eher, wir Bodybuilder sprechen von Dicke, also sehr medizinisch-anatomisch ist es nicht ganz richtig, aber trotzdem, also man entwickelt vor allem beim Kreuzheben die Rückenstreckermuskulatur, allerdings auch, wenn man es kann, den Lat einsetzen, kommt der Lat in Frage, also Latissimus dorsi, das ist dieser da. Und den werden wir jetzt richtig fertig machen mit Latzug von oben. Allerdings, wie Erjan vorher mich fragte, in den Nacken oder zur Brust. Ich mache es immer zur Brust, weil als fortgeschrittener Bodybuilder sollte man immer zur Brust machen, in den Nacken. Es ist nicht sehr anatomisch. Diese Bewegung ist allerdings sehr sinnvoll für Anfänger und sogar manche fortgeschrittene Trainierende, weil somit lernt man am besten die Übung. Nur die ist irgendwann mal so begrenzt, man kommt an eine Decke und um diese Decke durchzustoßen, muss man von vorne nehmen, aber bitte nicht mit der Brust, sondern richtig mit den Schulterblättern zusammenziehen nach hinten, Brust öffnen und die Stange führen, bis sie in die Achse der Gelenke der Schulter, das heißt bis zu den Schlüsselbeinen praktisch ziehen. Das ist die richtige Richtung. So. Fünf. 105. Ich bin zu leicht. 100. Freunde, wie ihr seht, hat er auch hier eine andere Maßnahme oder eine andere Vorgehensweise. Ich mache aber so, wie ich gewöhnlich mache. Man kann irgendwas nicht kritisieren, bevor man selber nicht ausprobiert hat. Er hat super Erfolge gehabt in den 90er Jahren, also kann nicht so falsch gewesen sein. Aber ich mache es trotzdem meine Variante. Tja. Ich liebe hier Nullposition zu gehen, damit ich meinen Latissimus auch wieder dehne und die Schulterplatten sich öffnen. Also ich bleibe nicht hier festgefroren, so dass ich mehr hintere Schulter spüre. Ich will Latissimus Breite und Tiefe spüren. In dem Fall ist Tiefe und in dem Fall ist die Breite. Das ist zu leicht. Wärme ich mich mal auf. Nächste machen wir dann ein bisschen schwerer. Sehr gut, Sophia. Versuch ein bisschen höher zu den Schlüsselbeinen zu gehen und die Ellenbogen mehr. Nein, so, aber schon. Genau, entspannen, ja, entspannen. Ja, klar. Und wie der Erjan, der hat völlig recht, das mache ich auch bei schweren Gewichten, also runter um den Lat. Jetzt versuche einfach hier zu ziehen, damit du eine Gehirnmuskelbeziehung entfaltest, bis so tief wie unten zu deinem Lat. Und jetzt,
Ja, du darfst ruhig nach hinten gehen, aber dann wieder nach vorne. Genau. Und hier so. Versuch fester mit der Hand zu halten. Jawohl, sehr gut. Gut. Ja. Und die Atmung ist perfekt. Sehr gut. Und immer. Und denk an dein Lat. Du musst voll dabei sein, da hinten. Sehr gut. Genau, wollen wir auf den Satz. Also zu dem vorigen Satz, den ich gerade ausgeführt habe, wollte ich sagen, es ist, ich kann nicht mehr behaupten, es sei ein Aufwärmesatz, weil wenn wir da nicht warm sind nach dem Kreuzheben, dann sind wir nie warm. Es handelt sich um einen Steigersatz, wie ich das nenne, und um den zu verkürzen, damit ich nicht weder zu hoch anfange, weil ich brauche schwere Gewichte, um den Muskel zu belasten, aber ich kann nicht so fort schwer, wenn ich von einer Übung zur nächsten schwenke, dann muss ich einfach ein bisschen vernünftiger sein. Und dann habe ich angefangen, einen Satz, wo ich 4 Wiederholungen mit 60 und dann 15 Kilo drauf, 75, 90, 105. Und das ist mein Steigersatz. Und jetzt entscheidet sich nach meinem Gefühl, wie ich heute in Form bin, ob ich mit 120 oder 135 normalerweise ist mein Arbeitsgewicht. Wenn ich jetzt bei 120 spüre, dass ich mehr als 6, 8 Wiederholungen machen kann, dann höre ich bei 4 auf, um meine Kraft zu sparen für den richtigen Arbeitssatz. Weil da werde ich alles geben. Wenn aber 120 so schwer sind, dass ich merke, mehr als 6, 8 Wiederholungen nicht schaffe, dann bleibe ich dabei und arbeite damit. Ja. Yeah. Eins. Sag's bitte. Ja. Yeah. Okay? Okay. Yeah. Ich kann aber schneller trainieren, Erjan. Ja, ja, ich. Du. Genau. Du bist der Chef heute, haben wir gesagt. Genau. Ehrliche Resümee gibt nach dem Training. Wir werden auch sagen, wie das Training war mit André. Schaut es euch mal weiterhin an. Er hat für sich ein System herausgefunden, wo er am besten fährt. Und das ist total legitim. Wir haben ja vorhin gesagt, viele Wege führen nach Rom. Manche über Mailand, manche über Venedig. Aber das muss dann jeder selber für sich herausfinden. Danke. Zum Schüssel. Come on. Allein, perfekt. Noch. Okay. Super. Okay? Ja, ich hab's. Hier. Ja. 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 Hey. I love it. Der Chef hat entschieden heute, dass wir von oben eng ziehen. Genau. Und ja, ich will auch sehen, wie er macht. Und dann machen wir das nach. Vielleicht lernen wir was noch dazu. Man lernt ja nie aus. Genau. Genau. Das finde ich gut von dir. Ja, ist auch so. Erjan, deshalb sind wir Freunde, weil ich weiß, dass du ganz ehrlich einen offenen Geist hast. Ja. Also, es geht darum jetzt, normalerweise mache ich nur noch 3 Sätze bei der letzten Übung, nämlich einen Steigersatz oder einfach, um zu testen, wie ist meine Form heute. Also deswegen werde ich mit 105 anfangen. Das ist nach wie vor bitte kein Aufwärmesatz, weil wenn du da nicht warm bist, dann wann soll es sein? Und wahrscheinlich also 105 und dann 2 Sätze mit 120.
wenn 120 zu leicht sind oder die 105, dann gehe ich direkt auf 135. Okay, jetzt schauen wir mal zu, wie er die Übung ausführt. Für mich sind ja die Ausführungen sehr wichtig. Gewichte haben mich noch nie interessiert. Aber man muss sagen, 105 Kilo als Einstiegding ist schon viel. André kenne ich ja nicht seit gestern, sondern fast circa 25 Jahre. Und er hat immer anders trainiert und schwer trainiert. Das muss man ihm lassen. Hilfst du mir runter? Ja, gerne. Wenn du alleine bist im Studio, hast du ein Problem. Nee, ich schaff's auch. Tust du mir 120 bitte? Oh, sorry. Null Problem. Gerne. Und runter? Okay, soll ich dir helfen? Ja, Sophia, bitte. Hängt Sophia euch auf. Komm, André. Ja. Yeah. Ich habe jetzt hier meinen letzten Satz beim Latzug mit engem Griff und wir haben hier eine ganz neue Erfindung hier im Start. Die sind die Dropset Pins und die werde ich heute gleich mal ausprobieren. Ich habe hier eben einen Reduktionssatz von 2 Stufen und die springen dann, wenn das Gewicht kurz abgesetzt wird, springen die raus und ich kann sofort weitermachen. Und also brauchen wir keinen Trainingspartner, der die Gewichte umsteckt. Genau. Oder irgendwie absetzen, schnell rumfuchteln. Genau, und dann das erspart man sich. Genau. Schade, und was mache ich jetzt? Also, du schaust nur zu. Alle Autos, ja. So, probieren wir es gleich mal aus, oder? Ja. Genau, jetzt ist es aktiviert. 1, 2, 3. Noch eins, helfe ich dir und dann setzt ab. Okay. 1, weiter. So, Freunde, das ist der André, mit dem wir gerade trainiert haben. Es kann ja nicht verkehrt sein, was er all die Jahre gemacht hat, wenn man so, schon so ausgesehen hat. Ich, für mich persönlich, muss sehr ehrlich sein, obwohl er mein guter Freund ist. Also ich würde mit diesem Trainingssystem, glaube ich, nicht aufbauen, auch nicht definieren. Ich bin nicht einmal warm geworden mit diesem Trainingssystem und wir haben schon aufgehört. Also ich gehe diesen Tag als einen freien Tag, nicht Trainingstag ein, aber er ist davon überzeugt und das muss man ihm lassen. Deswegen wird unsere Freundschaft nicht anders sein. Das ist meine Meinung. Fertig. Also ich fand es heute auch sehr interessant, wieder ein neues Trainingssystem auszuprobieren. Das mache ich ja öfter gerne, weil ich finde, man sollte eben offen für Neues sein, wie die Ärztin schon gesagt hat. Und es war auch sehr intensiv, würde ich sagen, bei der Übung. Aber Ercans Trainingssystem macht mich einfach Grund und Boden fertig. Aber wie gesagt, Respekt für deine Leistung und für das, wie du auf der Bühne, was alles da für Disziplin dahinter steckt. Das ist echt respektabel. Also zu meinem System, der nicht nur mein System ist, so wie der Ercan trainiert, kann ich auch, tue ich auch. Umso näher ich zu einem Wettkampf komme, desto mehr Volumentraining mache ich. In der restlichen Zeit, um Masse aufzubauen, trainiere ich ganz kurz, ganz intensiv. Und ich kann sehr gut verstehen, dass heute der Ercan gar nicht mal aufgewärmt wurde, weil er einfach zu leicht trainiert hat. Er ist nicht annähernd an die Gewichte gekommen, die seine Muskeln packen könnten, wenn er länger dieses System probieren würde. Weil man kann natürlich nicht von einer Methode zur nächsten innerhalb einer Trainingseinheit kommen. Der Körper braucht eine gewisse Anpassung und das Unterbewusstsein braucht das auch. Du musst ihn frustrieren, indem du ihm zu wenig Sätze gibst, zu wenig Wiederholungen, zu wenig Übungen in einer Trainingseinheit, dann merkt er sich das, dein Unterbewusstsein, und beim nächsten Training ist er fähiger, alles in Kürze zu geben.
Und immer mehr, von Woche zu Woche, kannst du Gewichte steigern. Und somit habe ich zum Beispiel in meiner Jugend bis 275 Kilo Sätze in Kreuzheben gemacht, 320 Kilo in Kniebeugen, ganz korrekt, mit dem Arsch fast am Boden. Aber das ist nur dann möglich, wenn man wirklich kein Volumentraining, sondern intensiv trainiert.